Nein, hat nichts verändert. Ich war davor schon umweltbewusst. Nee, eigentlich nicht. Das überhaupt nicht. In meiner persönlichen politischen Einstellung hat es nichts verändert. Es hat mich nur bestärkt, wie wichtig das ist. Und ich begrüße das außerordentlich und finde es total gut von den Jungen. Endlich kommt Bewegung rein. Eigentlich nicht. Ich stehe zu meiner Politik, obwohl ich enttäuscht bin in letzter Zeit, aber ich stehe trotzdem dazu. Nein, an meiner grundsätzlichen persönlichen politischen Einstellung hat sich durch Fridays for Future mit Sicherheit nichts geändert. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass der Diskurs einfach viel größer geworden ist, dass das Thema Klimaschutz noch viel mehr in den Vordergrund gerückt ist und dass Fridays for Future einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass genau das passiert ist. Ich glaube nicht so richtig, ja, weil ich glaube da sowieso an den ganzen Demos nicht so richtig dran, weil die Politik macht die ganzen Sachen und da ändert nichts, ob man demonstriert oder nicht. Man sieht es am Bahnhof, man sieht es an anderen Sachen. Ja, wenn ich demonstrieren würde, ja, wegen der Rente und wegen Zeug kriege ich trotzdem nicht mehr. Hauptsache die Politiker, die haben genügend Geld. Der Rest ist denen sowieso egal. Man merkt es so ein bisschen, dass die Diskussionen über Ressourcen intensiver geführt werden mit den eigenen Kindern. Und sie nerven, dass ich mehr Bahn fahre und weniger fliege, was ich auch tue. Es wird vielmehr auch in kleinen Kreisen, im familiären besprochen. Ich denke schon, dass da auch die Wurzeln liegen und dass es weitergeht. Noch nicht so sehr, ja. Ich denke noch nicht allzu viel. Das ist viel Schaum drumherum. Also ich glaube schon, dass sie was verändert haben oder wir auf dem Weg sind, dass sich was verändern muss, weil eben tatsächlich jetzt das Thema wirklich angekommen ist in der Mitte und jeder darüber spricht und jeder auch so langsam bemerkt, dass wir was tun müssen. Weitermachen. Also ich glaube, dass es nur mit Durchhalten zu schaffen ist, weil wenn das einbricht und man sich dann klein beigibt unter dem Einbruch und dass Leute vielleicht auch ein bisschen weniger Leute kommen und man dann aufhört, das hat keinen Sinn. Also man muss dranbleiben und weiter fordern und weiter auch die globalen Klimastreiks machen, die es ja immer wieder mal gibt. Vielleicht eigene Veröffentlichungen machen, auf jeden Fall nicht aufhören. Man kann nicht immer ganz präsent sein, das läuft sich dann tot und da wird es nicht mehr so beachtet. Aber Sie müssen dann andere Mittel und andere Wege finden, die Öffentlichkeit zu finden. Und das werden Sie mit Sicherheit. Auf jeden Fall weitermachen. Nur ich denke, dieses wöchentliche und immer freitags und immer die Schule schwänzen wird halt auf Dauer nicht gehen. Also da muss man Alternativen finden, um in der Meinung der Leute präsent zu bleiben, sei es irgendwie über die Medien halt wahrscheinlich vermehrt noch vorgehen. Einfache Message, weitermachen.